Hallo? Aha, jetzt geht's. Komisch. Irgendwie manchmal vergisst mein Programm mein Mikrofon einfach. Na gut. Ja, ich habe gerade ganz viel erklärt. Es ist im Grunde jetzt... Ich spiele jetzt gerade eigentlich bei meinem Singleplayer-Spiel. Eigentlich nur, weil leider die Charaktere sich alle den gleichen Pool an Savegames teilen. Das heißt, dass alle Autosaves und alle Quicksaves überschrieben werden. Deswegen wollte ich jetzt schnell mit meinem Singleplayer-Charakter nochmal starten, damit ich hier speichern kann. Und habe mir gedacht, dann zeige ich euch gleich so ein bisschen das Hacken und so weiter. Weil ich hier einen Hacker-Charakter habe, während der andere Charakter, mit dem wir jetzt gleich weitermachen, eher ein brachialer Charakter werden soll. Wobei ich jetzt hier eher auch sehr brachial vorgegangen bin insofern. Aber gut. So, dann laden wir jetzt aber unseren Konzerner-Charakter, den wir beim letzten Mal gebaut haben. Was die Schlonglänge auf Maximum?
Nein, ich habe natürlich, also ich meine, mein privater Charakter ist eine Frau, also auch von den Genitalien her, weil das muss ja nichts heißen. Aber unser Multiplayer-Charakter hier, ich sage immer Multiplayer, unser öffentlicher Stream-Charakter und Let's Play-Charakter ist geschlechtslos, weil ich Nacktheit natürlich hier abgeschaltet und zensiert habe. Also gut, wir waren gerade beim letzten Mal hier in diesem Stuhl und haben unseren ersten Braindance gemacht oder unsere ersten Braindances und waren im Editor-Modus unterwegs und konnten so ein bisschen hier, ne, Braindance-Action machen. Also, Judy. Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Die redet scheinbar nicht mit uns. Braindance-Konzepte. Wie die einer Mutter bei der Geburt. Pro, noch nie dagewesen. Contra, pränatales Headset teuer. Boah, ein BD von dem Baby bei der Geburt. Das wäre erst crazy. Aber ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist in der Welt. Aber verdammt. BD der häufigsten Träume, Sammlung, pro, machbar, contra, ich müsste durchgehend die Träume von einem oder mehreren Dutzend Leuten über mindestens ein Jahr hinweg aufnehmen, um die häufigst auftretenden Themen einzufangen. Fliegen, schwimmen, fallen, nackt zur Arbeit, Schule gehen. Zwei BDs von zwei Schauspielern aufgenommen, Neutralspur so einstellen, dass es aussieht wie ein BD, pro, was ganz Neues, contra, erfordert Tech, die nicht existiert. Das ist dann natürlich schlecht. Wie? Eine Sekunde. Warte gleich. Ich muss hier noch ein bisschen plündern, schnell. Neue Braindance Veröffentlichung. Was geht, BD-Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Rush? Dann werft einen Blick auf das Neue, was der BD-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Körper ist alles. Es gibt nichts anderes. Er ist du. Aber er ist auch das Werkzeug in deinem Kopf, mit dessen Hilfe du mit der Welt interagierst. Aber was passiert, wenn dieses Werkzeug ein eigenes Leben führen will? Was, wenn es versucht, dich zu töten? Zwar wird dem Thriller-Genre mit diesem Werk nichts Besonderes Innovatives hinzugefügt, dennoch ist dieser Braindance mit Luke Poller in der Hauptrolle ein solider Emo-Ritt. Die Angst der selbstdenkenden Implantate stammt aus Zeiten der Piraten. Das haben wir schon gelesen, oder? Aber ist egal. Stammt aus Zeiten, da Piraten noch auf Holzbein durch die Gegend liefen. Okay, vielleicht etwas übertrieben. Deshalb existiert das Klischee sowohl im Film als auch BDs und urbanen Legenden. Dennoch weiß Fremdkörper einige der besten Elemente des Genres anzuwenden und gerade genug neue Inhalte einzustreuen, um das Ganze interessant zu halten. Schließlich sieht man die Welt nicht jeden Tag aus der Perspektive eines empfindungsfähigen Arms. Das haben wir aber ziemlich sicher schon gelesen, ne? Also, wo waren wir Wir stehen müssen geblieben? los. Wir müssen los. Okay. Lass mich schnell ein bisschen plündern. Und? Was denkst du? Gerade am Anfang kann man nicht genug looten. Glaube, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compeki. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein.
Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und ob ich nicht eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Ah ja, jetzt schlägt er uns vor, dass wir Dex, den Fixer, quasi rausschmeißen aus unserem Plan. Den Mittelsmann entfernen, damit der Profit größer wird. Und? Was denkst du? Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Also normalerweise würde ich das nicht machen, weil es ist, glaube ich, ziemlich blöd. Weil im Grunde die Fixer in der Stadt, also in dieser Welt, funktioniert das quasi so, wenn du irgendeinen Auftrag hast, gehst du zu einem Fixer und der Fixer kennt Leute. Und der gibt dann so Leuten wie mir diese Aufträge. Fixer sind quasi wie, weiß ich nicht, so Portale, wo man, wie heißen die Portale in Wirklichkeit, wo man sich so Handwerker und sowas holen kann und sowas in der Art. Und so einen Fixer zu betrügen und zu hintergehen, ist keine gute Idee, wenn man in Zukunft noch weitere Jobs haben will. Da ich in meinem Solo-Play das allerdings natürlich nicht gemacht habe, würde ich sagen, jetzt machen wir es. Dann schauen wir mal, was anderes passiert und ich erzähle euch dann auch ein bisschen, was in der, also wenn man sich anders entscheidet, passiert. Insofern, warum nicht? Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest. Das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Wie sieht's aus, Mr. V? Oh, Dex, haha, wir haben gerade über dich geredet. Evelyns Aufnahme aus dem Compaggy war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Ibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. V. Also der Flathead, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, ist dieser kleine Militärroboter, den diese Gang geklaut hat, den wir brauchen, damit unser Plan funktioniert. Damit unser Heist funktioniert. Die Mox. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was wir schon gelesen haben und was nicht. Die Mox. Es ist einer dieser Geschichten, die je nachdem, wen mal fragt, etwas entweder sehr simpel oder sehr komplex wird. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Für Janice war es eine Mischung aus beidem. Die Mox wurden gegründet, weil es sein musste. Wir hatten einfach niemanden da draußen. Und selbst... Ja, das kennen wir schon. Ui, okay. Nix wie raus hier. Hey, was machst du denn da in meinem Auto? Ist das normal? Ich glaube, das ist nicht normal. Die sind in mein Auto gespawnt. Hey, wetten, wenn ich jetzt einsteige, sterben die sofort alle und ich werde von der Polizei gesucht. Na wunderbar.
Vorsicht. Ja, eben. Ich kann ja nichts dafür. Wenn ihr einfach in mein Auto spawnt. Mensch. Kann ja auch nichts machen. Charakter, wir sind schon wieder aufgestiegen. Auf was haben wir uns denn spezialisiert? Coolness und Reflexe vor allem. Für Gewehre und so weiter. Okay, cool. Und ja, Kampfmaschine ist schon ein guter Skill. Für den Charakter, den ich hier in diesem Playthrough anstrebe, wäre er, glaube ich, ganz gut. Erhöht alle Resistenzen um 2,5 pro Stack Kampfmaschine. Aber da brauchen wir doch erst das Grundattribut, ne? Das haben wir noch gar nicht. Verringert die Abklingzeit von Quick Hacks. Nachdem du einen Gegner neutralisiert hast, erhältst du 10 Sekunden lang Kampfmaschine. Bewegungstempo erhöht sich ganz genau. Das machen wir. Jetzt haben wir hier quasi nach jedem Gegnerkill 10 Sekunden lang eine Tempoerhöhung. Und die können wir jetzt quasi ausbauen. Durch den Baum wird man zum total irren Superkiller quasi im Grunde. Das ist so ein bisschen, das versuchen wir mal. Das strebe ich mal an. Die Dauer von Kampfmaschine wird um 5 Sekunden erhöht. Verringert den Waffenrückstoß pro Stack. Ich würde sagen, jetzt erhöhen wir erstmal Kampfmaschine an sich. Damit können wir den Effekt quasi zweimal stacken, wenn ich das jetzt erhöhe nochmal und dann sogar noch dreimal. Aber jetzt haben wir eh keine Fähigkeitspunkte mehr. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Das dann in Kombination mit Gewehr oder sowas in der Art. Und dann werden wir die voll krasse Kampfkillermaschine. Why not? Aber eigentlich wollte ich ursprünglich auf die Karte gucken. Wollen wir gleich die nächste Hauptmission machen? Oder wollen wir hier, wenn wir schon hier sind? Wenn wir schon hier sind, oder machen wir vielleicht mal hier so ein kleines optionale Quest. So ein paar Gangster einfach neutralisieren. Neutralisiere die Täter und sichere Beweismaterial. Ja, warum nicht? Bisschen Geld und Ausrüstung verdienen ist am Anfang immer noch eine gute Idee. Richtig sinnvolle Quick Hacks habe ich noch gar nicht, ne? Jetzt habe ich mich mal bei denen ins Netzwerk gehackt, damit meine Hacks jetzt leichter sind. Aber so richtig sinnvoll sind die nicht. Verstärkung rufen konnte ich jetzt mit meinem anderen Charakter schon mal ausprobieren. Und im Endeffekt ruft der da quasi nur einen von den anderen NPCs zu sich. Wenn man den Fallen stellen will, macht das quasi Sinn. Aber ansonsten... Okay, hier werden anscheinend gerade Leute überfallen. Da mischen wir uns jetzt mal ein. Ein paar offensive Hacks wären schon gut, aber gut. Mit denen werden wir fertig. Das war leicht. Das war leicht. So muss das sein. Mal schauen, ob die coolen Loot für uns haben. Überfall im Gange, minderjährige Dealer. Keiichi und Isamu reden miteinander. Ich mache wieder ganz bizarr, extrem unterschiedliche Stimmen, damit ich nicht immer die Namen vorlesen muss. Also, ich lese die nur zum ersten Mal, damit ihr wisst, welche Stimme wer ist. Keiichi, hey, hab nen Job. Isamu, schieß los! Zwei Schwanzlutscher dealen in unserem Revier. Mach sie so fertig, dass der ganze Bezirk davon redet. Boss will ein Exempel statuieren. Klingt nach Spaß! Wo sind sie? Bibbleplatz am Med Center. Kay!
So gut wie erledigt. Trommel gerade den Rest der Jungs zusammen. Ja, das ist hier passiert. Wir sollten ein Exempel an den minderjährigen Dealern hier statuieren. Zum Glück bin ich gekommen und konnte helfen. Aber ich befürchte, für ein paar ist es schon zu spät. Oder haben wir noch ein Protokoll zwischen Gakuto und Chocky? Gakuto? Wie geht's? Alles verkauft? Chocky? Yep. Alter, wir sind so reich, dass wir die ganzen Eddies schon die Arterien verstopfen. Kein Skop und pissverseuchtes Sofa mehr. Night City gehört uns. Und wir werden die Stadt ficken, bis sie nicht mehr stehen kann. Ich besorg mehr Zeug zum Verticken. Sag deinem idiotischen Kunden, sie sollen schon mal das Geld holen. Klar, Mann! Ja, hat nicht so gut funktioniert für euch, würde ich sagen. Wo sind denn die ganzen Eddies, die ihr verdient habt? Die würde ich gerne mitnehmen vielleicht. Das wäre eine gute Idee. Aber nur gut. Haben sie wahrscheinlich nicht dabei. Ah ja, jetzt haben wir unsere erste Tech-Waffe gefunden, die, wie wir es bei meinem anderen Charakter vorher schon gesehen haben, durch, wenn sie aufladen, quasi, wenn man die Schusstaste kurz gedrückt hält, durch Wände und Gegenstände durchschießen können und so weiter. Das ist schon ziemlich mächtig. Das ist schon ziemlich gut. Es gibt ein paar wirklich sinnvolle und wirklich mächtige Waffenarten in dem Spiel. Aber so ein Tech-Scharfschützengewehr ist schon... Boah, ey. Ich meine, jetzt haben wir höchstens eine Pistole, glaube ich, gefunden. Aber gut. Okay. Hätten wir das erledigt. Das war wirklich kurz und schmerzlos. Schauen wir mal, ob wir gute Ausrüstung gefunden haben. Wo ist denn unsere aktuelle Hauptmission? Weil ich würde sagen, so ein bisschen Pi mal Daumen gehen wir jetzt Richtung Hauptmission. Aber auf dem Weg dahin machen wir, was halt noch so auf dem Weg liegt. Gerade wird mir keine Wegfindung angezeigt. Weiß nicht, ob das normal ist, aber ich würde sagen, wir klauen denen jetzt mal ein Motorrad. Die brauchen das nicht mehr. So, jetzt schaue ich nochmal. Melde dich bei der Militech-Agentin Meredith Stout. Soll ich die anrufen oder wie? Ah ja, soll ich wirklich? Okay, dann rufen wir die an. Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast den Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache. Was weißt du? Ich weiß, in welcher Scheiße du wegen dem Transport steckst. Also, hör zu. Du und ich, wir werden uns treffen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Gegenseitiger Eigennutz. Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Okay. Sehr gut. Und jetzt können wir mal gucken, wo wir gerade sind. Da müssten wir hin. Ein weiter Weg. Da könnten wir echt ein bisschen... Oh, Gefahr hoch. Sollen wir Gefahr hoch? Ich meine, das gerade war super leicht, oder? Ganz schöner Umweg. Na, machen wir. Los geht's. Einmal um den Block.
So, jetzt schaue ich mal ganz kurz in unser Inventar, weil erstens muss ich mal gucken, ob wir vielleicht eine sinnvolle neue Waffe haben. Das hier ist eine Powerwaffe. Da können Kugeln abprallen, aber da fehlen uns die richtigen Implantate, damit wir gezielt abprallen können. Nee, aber ich habe auch nicht Ausschau gehalten, Sakura. Keine Ahnung. Auf der PS4 kannst du gerne machen, aber es kann ganz schön lange dauern, bis ich darauf reagiere, weil ich ziemlich viele Einladungen und Freundesrequests kriege, habe ich das gemutet. Deswegen, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen. So, ein bisschen ein besseres Maschinengewehr, eine bisschen bessere Nahkampfwaffe. Schauen wir mal, ob wir noch eine andere... Na, nehmen wir noch eine Pistole. Einfach, dass wir eine andere Munitionsart auch benutzen. Und bei meinem Cyberdeck wollte ich gucken. Ich meine, das ist nicht unsere Spezialisierung, aber Verstärkung rufen macht wirklich gar keinen Sinn. Dann nehmen wir, glaube ich, lieber Kurzschluss. Kurzschluss mag ich lieber. Ich mag lieber die offensiven Sachen. Ach so, Ping ist schon auch sinnvoll. Okay. Ich meine, wir sind ein offensiver Charakter, sollen wir zumindest werden. Aber bevor wir jetzt reinstürmen, werde ich trotzdem kurz mal den da... Erstmal hier Breach-Protokoll. Brechen wir erstmal bei denen ein ins Netzwerk. So. Jetzt werde ich mal anpingen, wer sich noch so in dem Netzwerk befindet. War nicht alleine. Ich verstehe absolut und übernehme die volle. Okay. Ja. 5 Leute anscheinend mindestens. Und bei der lösen wir jetzt mal einen Kurzschluss aus und ich gehe mal wieder in Deckung. Dämme. Das hat weh getan. Ja, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass wir kein Hacker sind, weil mein privater Charakter ist eben voll des Hackmonster. Ich hack halt meistens einfach alle weg, ohne einen Schuss abzufeuern. Das ist hier halt jetzt ganz anders. Aber da komme ich schon rein. Oh, ich sterb gleich. Krass. Hinter mir ist jemand. Oh Gott. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Mit der Schrotflinte hinter mir. Das tut natürlich weh. Leider haben wir keinen Mana mehr. Alles explodiert. Okay. Kampfmaschine. Im Grunde ist das Level-System schon auch echt clever in dem Spiel. Echt cool, weil das belohnt einem quasi dafür, wenn man verschiedene Spielarten ausprobiert. Weil je nachdem, welche Waffe du benutzt und ob du schleichst oder hackst oder craftest, kriegst du in den speziellen Bäumen, in den speziellen Spezialisierungen Erfahrungspunkte. Und wenn du da aufsteigst, kriegst du verschiedene passive Bonis, aber auch richtige Aktionspunkte. Also Fähigkeitspunkte, meine ich. Das ist eigentlich schon cool, die man dann auch in ganz anderen Gebieten einsetzen kann, wenn man will, um sich doch weiter zu spezialisieren. Aber trotzdem wird Rumexperimentieren belohnt. Das finde ich eigentlich cool. Pete's Meat habe ich schon gesehen. Den habe ich gefunden, zufällig. Ja, genau. Der ist mir aufgefallen beim durch die Stadt fahren. Sein neues Musikalbum wird da vorgestellt. Hä?
Ich wollte eigentlich den Splitter lesen, den wir bekommen haben. Warum schickt er mich denn ins Hauptmenü? Oh, nice. Ah, nein, ich kann nicht gut genug hacken. Weil durch diese Ports hier quasi, kann man sich quasi direkt ins Netzwerk von den ganzen Gegnern hacken und kann denen direkt Kohle und auch manche Gegenstände klauen. Ich weiß nicht, warum Gegenstände. Das macht nicht wirklich Sinn. Aber auf jeden Fall kann man den Haufen Kohle klauen und dadurch ist mein Hacker-Charakter relativ schnell unendlich reich geworden. Durch diese Access-Ports überall. Oder Input-Ports, wie auch immer. Auf jeden Fall kann das mein Charakter hier gar nicht. Das ändert alles. Meine Güte. Ist schon cool. Schauen wir mal, wir haben so viele neue Hosen und Zeug. Und so viele neue Fähigkeitspunkte und Zeug. Da können wir gleich unseren Kampfmaschinen-Skill noch ein bisschen upgraden. So, jetzt kann unser Bonus dreimal stacken. Also bis jetzt können wir innerhalb von 10 Sekunden dreimal gestackt durch den Kill eines Gegners plus 2% Bewegungstempo erhalten. Okay, das ist bis jetzt noch nicht so super gut, finde ich. Aber jetzt nehmen wir noch dazu die Dauer. Ja, vielleicht nicht schlecht. Aber ich würde sagen, dann nehmen wir jetzt als erstes mal die Resistenzen. Erhöhen wir auf 5%. Somit können wir jetzt quasi innerhalb von 10 Sekunden maximal 15% Resistenzen auf alle Schadensarten kriegen. Da kann man schon mal besser durchrambohen. Das gefällt mir ganz gut, dass ich privat so einen Schleichcharakter habe und dass wir hier jetzt so einen totalen Rambo-Charakter machen. Wobei Rambo ist in Wirklichkeit ziemlich Stealth, ne, wenn man sich die Filme anguckt. Das ist gar nicht der richtige Vergleich in Wirklichkeit. Ich müsste eher so einen Schwarzenegger dann. Eher so ein Terminator. Rambo ist ja eher der Schleichcharakter. So, wir haben hier eine Tech-Schrotflinte. Das ist richtig gut, weil diese Tech-Schrotflinte kann eben durch Wände durchschießen. Und eine Schrotflinte ist es noch dazu. Damit kann man irren Scheiß machen. Na gut, Vorführeffekt. Aber grundsätzlich funktioniert das bei Gegnern eigentlich. Das ist ziemlich gut. So, unsere Nahkampfwaffe. Ah, wir haben eine bessere Rohrzange gefunden. Warum nicht? Und dann nehmen wir den Revolver statt die Pistole. Dann haben wir noch eine ganz schöne Bewaffnung. Jetzt schauen wir mal, ich habe neue T-Shirts gefunden. Ja, das ist sogar ein bisschen besser. Sieht man gerade eh nichts davon, weil unsere Jacke so prominent ist. Aber gut. Oh, ich habe zwar gerade mein Auto gerufen, aber wenn die mir hier schon so einen Sportwagen parken, die Bösen, die wir gerade getötet haben, dann nehmen wir den doch mal. Weit fahren wir eh nicht, weil das nächste Ziel ist gerade mal 100 Meter entfernt. So! Aber das war's wert. Ah, ich warte mal, da ist glaube ich... Ah, okay, Sie? Telefon. Es geht um geklaute Medikamente. Jemand versteckt die in der Wohnung in Kabuki. Aber ich weiß nicht, was dich da sonst noch erwartet. Sei vorsichtig. Bring sie mir zurück und ein paar Ripper werden dir sehr dankbar sein. Mehr Infos sind anbei. Okay. Mehr Infos sind anbei. Auftragsart, Rückholaktion. Ziel, gestohlene Medikamente beschaffen. Ort, Wohnblock Columbus Street. Da sind wir jetzt gerade. Vor ein paar Jahren habe ich mal einen kleinen Beitrag mit dem Titel Wie erschwinglich ist Gesundheit gedreht. Und es stellte sich heraus, nicht besonders. Meine Zahlen haben damals gezeigt, dass nur 3% der Einwohner in Night City sich eine Krankenversicherung leisten können. Seitdem hat sich viel geändert, und zwar zum Schlechteren. Manche Leute haben den Rippern den Krieg erklärt, brechen in Kliniken ein und klauen die Medikamente. Kaum überraschend, wenn du mich fragst, aber die Ripper brauchen das Zeug natürlich. Du sollst also ein Paket mit gestohlenen Medikamenten zurückholen. Dank dem GPS-Sender im Paket wissen wir genau, wo es sich befindet. Das ist auch, finde ich, ganz schön, oder? Weil hier gibt es nicht einfach die Bösen, die man jetzt alle töten muss, sondern es ist alles irgendwie so nachvollziehbar. Die Welt ist einfach ein fucking abgefuckter Ort und Leute machen abgefuckte Sachen und alles ist nachvollziehbar.
Die Ärzte brauchen ihre Medikamente, klar. Die Leute können sich keine Krankenversicherung leisten und brauchen auch Medikamente, klar. Blöde Situation. Das finde ich schon alles gut geschrieben. Könnte ich auf Baustellen mit Autos fahren, würde ich das auch machen. Beine werden überbewertet. Es gibt hier in dem Spiel irgendwie komische, unsichtbare Wände. Man hätte das ja sogar in die Lore einbauen können, dass Autos irgendwie so Schranken haben und gewisse Areale nicht befahren dürfen und dann automatisch abschalten. Aber irgendwie wird dann plötzlich das Auto einfach sehr zäh und man kommt kaum noch vorwärts und das ist einfach weird gemacht. Also nicht wirklich eine unsichtbare Wand, aber so eine unsichtbare, ne, Trägheitsdingens. Aber gut. Ja, da ist er, Keanu Reeves. Natürlich nicht wirklich. Aber der wird immer als Scherz benutzt, um zu zeigen, wie verpackt das Spiel ist. Und dann sagen immer alle, hey, guck mal, da ist Keanu Reeves. Der sieht so scheiße aus in dem Spiel. Aber das stimmt gar nicht. Das ist nur ein Scherz. Das Jaulen? Ein sterbendes Tier. Nicht so laut. Pinker Rauch. Ich muss sagen, das ist cool. Ich meine, ich würde deswegen nicht wieder zu rauchen anfangen, aber das hat schon was, muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Darf ich das da haben? Anscheinend nicht. Doch. Warte. Sehr gut. Ich meine wirklich, so da, wo ich jetzt mit meinem Charakter bin, macht es nicht mehr viel Sinn. Aber am Anfang ist wirklich jeder Müll wertvoll. Kann ich mich da vielleicht reinhacken? Ah, da geht's. Cool. Na dann. Das macht ja Sinn. Das machen die wahrscheinlich, damit den Scripts nicht eventuell ein Auto im Weg steht. Ja, ja, genau. Das macht ja total Sinn. Es ist nur echt komisch mit diesen unsichtbaren Trägheitswänden. Vor allem, weil man das hätte das ja in dieser Cyberpunk-Welt auch erklären können. Indem man sagt, hey, hier gibt es so Zonen, da werden die Autos lahmgelegt. Da ist quasi, wird so ein Signal gesendet. Sind ja alle Smart Cars und so weiter. Aber das wird halt nicht erklärt und es ist einfach so. Und an manchen Stellen ist es echt komisch, dass man plötzlich nicht mehr weiterfahren kann. Aber gut. Ich bin auch echt froh, dass ich da geschafft habe, aufzuhören mit Rauchen. Es ist eine echt keine schöne und sehr gesundheitsschädliche und ekelhafte Angewohnheit. Ich habe heute wirklich ungelogen manchmal immer noch Albträume davon, wieder zu rauchen. So, hätten wir jetzt eine bessere Tech-Fähigkeit, könnten wir die Tür knacken, können wir aber nicht, also müssen wir einen anderen Weg finden. In der Regel haben die bei diesen Missionen immer an alle Charakterklassen gedacht. Man findet immer seinen Weg. Also schön designt sind diese zufälligen oder diese offene Weltmissionen schon. Nur von der Story her halt nicht mehr so gut, wie es zum Beispiel bei Witcher 3 war, finde ich. Was wirklich im Arasaka Tower geschah, falls Militech wirklich hinter den Attentat auf dem Arasaka Tower im Jahr 2023 steckt, darüber werden wir später noch mehr erfahren, aber gut. Und falls es Beweise dafür gibt, warum hat Arasaka dann nicht zurückgeschlagen und eine Atombombe auf Militech geworfen? Es steht mittlerweile außer Frage, dass die Bombe von Militech hergestellt wurde, aber das heißt nicht, dass Militech sie auch gezündet hat. Ich gebe zu, ich bin kein Fan von der beliebten Theorie, dass Johnny Silverhand, der kontrovers diskutierte Rockerboy hinter der ganzen Sache steckt. Überhaupt bin ich kein Silverhand-Fan. Punkt. Silverhand war ein Poser und ein Aufschneider und nicht jemand, der auf sein lautes Geschrei auch Taten folgen lassen würde. Ganz ehrlich, ich glaube einfach nicht, dass Silverhand für so eine Aktion die Eier gehabt hätte. Denken wir doch mal ganz logisch darüber nach. Wer hasst Konzerne am allermeisten? Nomaden natürlich. Erinnert ihr euch an dieses beliebte BD Badland Raid aus den 20ern, in dem eine Gruppe Nomaden einen Militech-Konvoi überfällt? Dreimal dürft ihr raten, wann der rauskam. Genau, am selben Tag wie der Angriff. Zufall? Wohl kaum. Ja,
Klar taucht Silverhand für 3 Sekunden in einem BD auf, aber das war doch bloß ein Werbetrick. Ohne ein bekanntes Gesicht hätte doch niemand einen BD gekauft, der von ein paar Kaktusfickern gemacht wurde. Viel interessanter ist doch die Hauptdarstellerin. Warum hat man sie danach nie in irgendeinem anderen BD gesehen, obwohl Badland Raid sich so extrem gut verkauft hat? Wo war sie während des Bombenangriffs? Ja, das decken wir noch auf. Wer da dahinter steckt, dass in dem Tower der einen Firma in den 20er Jahren, in den 2020er Jahren eine Atombombe gezündet wurde. Aber ich verrate nichts. Suchen wir erstmal Medikamente. Ich kann nur sagen, dass das eine super faszinierend coole Passage ist, auf jeden Fall. Die hat mich echt ganz schön fertig gemacht und baff zurückgelassen. Aber gut. Also ich muss sagen, Müll ist auch später wichtig. Das ist potenzielle Munition. Ja gut, genau, ich habe vorher schon gesagt, meine Figur ist so eine super krasse Hackerin, dass ich halt an jedem von diesen Ports so viel Kohle kriege, dass ich quasi unendlich reich bin. Deswegen ist das für mich nicht mehr ganz so wichtig. Aber gut. Ich habe die Nase voll. Wo sind wir denn? Die Wahrheit über Cyberpsychose. Ich habe die Nase voll von sinnlosen Amokläufen, die täglich hunderte Unschuldigen das Leben kosten. Ich habe die Nase voll von leeren, immer gleichen Diskussionen um Implantatsverbote. Ich habe die Nase voll davon, dass das Problem der Cyberpsychos totgeschwiegen wird. In der heutigen amerikanischen Gesellschaft gibt es immer noch weit verbreitete Gerüchte und Missverständnisse bezüglich sogenannter technologiebezogenen Persönlichkeitsstörungen. Die Leute scheinen zu glauben, dass sie sich in zivillichten Ripper-Doc-Kliniken anstecken können. Wissenschaftler sind sich angeblich uneinig über die Ursache der Krankheit, ja sogar darüber, ob sie überhaupt existiert. Vielleicht würden sie ihre Meinung ändern, wenn ein Cyberpsycho ihr Labor in ein Schlachthaus verwandeln würde. Doch wer weiß, vielleicht selbst dann nicht. Schließlich erhalten sie die fetten Schecks von der Cyberware-Lobby nicht, um öffentlich zu erklären, welche ekelhaften Nebenwirkungen ihre Produkte haben. Ich habe selbst auf dem Gebiet der Cyberpsychose geforscht und kann mit großem Selbstbewusstsein feststellen, dass diese Krankheit in der Tat eine Begleiterscheinung unseres modernen Lebenswandels ist und der an Besessenheit grenzenden Gier nach moderner Technik in unser aller Leben ist. Während kybernetische Implantate unsere Hirnchemie direkt beeinflussen, dienen sie nur als Katalysator für die Entwicklung der Krankheit. Unsere Welt ist aktuell einem Prozess exzessiver Entmenschlichung ausgesetzt. Wir umgeben uns mit immer mehr Automaten, Maschinen und künstlichen Intelligenzen. Unsere Familien und Freunde ersetzen ihre natürlichen Augen, Lippen und Gesichter durch Masken aus Metall. Einige von uns verlieren sogar den rechten Blick dafür, was noch menschlich ist. Wir rutschen immer tiefer in die völlige Entfremdung und tief sitzende Panik ab. Wir verlieren die Fähigkeit, zwischen dem Echten und dem Künstlichen, Digitalen und Synthetischen zu unterscheiden. Betroffene fangen an, sich abzukapseln, ihre Empathie zu verlieren und durchleben extreme Stimmungsschwankungen, die schon an Sadismus grenzen. Die furchteinflößendste Komponente an all dem ist jedoch, dass die meisten nie identifiziert werden. Nicht alle Cyberpsychos sind bekannte Kriegsveteranen oder ehemalige Söldner. Ausgerüstet mit Sadivisten-Reflex-Tag oder so. Nicht alle werden auffällig, weil sie sich Gefechte mit Max-Tag liefern. Viele Cyberpsychos unserer Welt tragen nur ein einziges Implantat in sich, zum Beispiel Knie oder Leber. Sie bleiben unsichtbar. Sie kapseln sich von Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern ab.
Die Welt außerhalb des Netzes und außerhalb ihrer Wohnvorstellung. Was? Ja, ist auch ihre. Warte mal. Die Welt außerhalb des Netzes und außerhalb ihrer Wahnvorstellung. Ja, das macht eher Sinn. Ist aus ihrer Wahrnehmung verschwunden. Sie sind krank und allein und niemand rührt auch nur einen Finger. Wer an dieser Stelle eine eloquente Zusammenfassung erwartet, wird leider enttäuscht. Vielleicht lassen Sie einfach folgenden Fakt für sich sprechen. Weil ich das hier verfasst habe, wurde ich aus dem Kybernetik-Forschungsteam von Zetatech ausgeschlossen. Oh Gott, wenn wir jetzt in der Mission den Cyberpsycho treffen. Das sind quasi so ein bisschen Minibosse in dem Spiel. Die teilweise ziemlich krass sind. Dann weiß ich nicht, ob wir das mit unserem Charakter überhaupt schon schaffen können, ehrlich gesagt. Wie wir das, die Gefahr ist auch noch hoch, wird mir angezeigt hier, oder? Oh oh, oh oh. Naja, schauen wir mal. Irgendwo war doch hier eine eingestürzte Decke, wo ich mir dachte, ah ja, genau. Vielleicht kommen wir da einfach später nochmal, aber gucken wir mal. Der Heimwerkerleitfaden, eine Bombe aus gängigen Küchenzutaten. Viele Menschen sind voller Unzufriedenheit, aber es fehlt ihnen an Entschlossenheit, etwas dagegen zu unternehmen. Und deswegen sollte man Bomben bauen. Mit Bomben lässt sich jedes Problem lösen. Sie meinen, um in dieser Welt ihren Fußabdruck zu hinterlassen, müssen sie sich jahrelang bilden oder tolle Fähigkeiten aneignen. Tut sie also richtig daran, aufzugeben und den Willen zu verlieren, für das einzustehen, was ihnen wichtig ist? Nein, es gibt eine simple und doch effektive Methode, den eigenen Namen mit Getöse in die Geschichtsbücher der Zukunft einzubrennen. Und zwar, indem sie eine Bombe bauen. Klingt schwierig, ist es aber nicht. Alle zum Bau einer außerordentlich tödlichen Sprengkopfes notwendigen Zutaten finden Sie in Ihrer Küche. Während Sie diese Anleitung lesen, sollten Sie Folgendes nicht vergessen. Erstens, was Sie tun, ist billig und trotzdem effektiv. Zweitens, alle Komponenten sind frei verkäuflich. Sie werden also keinerlei Verdächtigungen auf sich ziehen. Drittens, falls nötig, sind die Komponenten leicht wieder zu entsorgen. Schön. Okay, ich glaube, ich muss mal schnell speichern. Wo ist denn unser... Nicht, dass ich meine anderen Safe Games überschreibe. Unser Konzerner. Hä? Das ist ehrlich gesagt, abgesehen davon, weil ich meine, es wird ja viel über die Bugs in dem Spiel geredet und abgesehen davon, dass das Spiel bei mir öfter abstürzt, ist der einzige nervige Bug, auf den ich persönlich gestoßen bin in meinen mittlerweile doch 30 Stunden oder so, dass man manche Items nicht aufheben kann. Aber sonst hatte ich anscheinend, wenn man so liest, was es da an Bugs gibt, wirklich Glück. Die, die, die. Das sieht nicht gut aus. Halt! Doc. William Hare, der hat einen Namen. Das ist kein gutes Zeichen. Aber Vorsicht mit dem Anzug. Ups. Warte mal, ich hätte mit dem reden können, ne? Ich habe schon wieder losgeschossen. Ich meine, es passt zu meinem Charakter, aber in dem Fall lade ich mal nochmal neu. Ich wollte ja meinen Charakter so ein bisschen zu einem schießwütigen Irren machen. Aber gut.
Meine Streetcred ist 30 und mein Level gerade mal 18. Wie ist es denn bei mir? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich wüsste es gar nicht, ehrlich gesagt, bei meinem Singleplayer-Charakter. Aber ich finde, vielleicht liegt es auch wirklich an meiner Spielart, aber ich finde, das Spiel wird ziemlich schnell ein bisschen zu leicht. Da darf man, finde ich, ruhig den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochdrehen. Aber vielleicht liegt es auch wirklich einfach dran, wie man den Charakter geskillt hat.